Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, können wir ein gutes Deck bauen für knapp 10 Euro? Das kostet ungefähr so viel wie ein Structure Deck, ne? Vielleicht ein paar Euro mehr, je nachdem, wo ihr eure Structure Decks kauft. Die Frage ist halt, wie gut kann so ein Deck sein und wie spielt man so ein Deck? Ich habe mir für heute ein cooles Deck ausgesucht, das ist einmal Swordsoul. Es gibt eine Karte im Deck, die ist nicht so günstig und das ist einmal Moye, die kostet ein paar Euros. Heißt, alles, was wir hier sehen, ist für 10 Euro relativ gut machbar. Je nachdem, wie die Preise so ein bisschen schwanken sind. Aber würde ich sagen, ich zeige euch einmal ein paar Games, die ich gespielt habe. Ich war diesmal nicht auf Locals, weil ich einfach aktuell die Zeit dafür nicht habe. Aber ich habe wirklich mal so ein paar Games auf EduPro gespielt, damit ihr einfach mal seht, wie das Deck so performen sollte und was so der Plan dahinter ist. Falls euch eine Art von Content gefällt, lasst mir gerne mal ein Like da und sagt mal, ob ihr diese 10-Euro-Decks ein bisschen öfter haben wollt. Weil ich habe immer gesagt gehabt, ich mache die so einmal im halben Jahr, jetzt ist das letzte schon wieder fast ein Jahr her. Vielleicht mache ich die einfach öfter, weil ich habe da eigentlich Bock drauf. Ich finde die von der Idee her eigentlich ziemlich cool. Thank you.
Hier ist einmal das Deckprofil für euch, damit ihr einmal wisst, wie das Deck so gedacht ist und was so der Plan bei dem Deck ist. Also, wir fangen an mit der Tenji Engine. Wir spielen dreimal Atara, wir spielen dreimal Ashuna, wir spielen drei Vishuda, ganz, ganz wichtig. Und wir spielen einmal Mapura und wir spielen einmal Shitana. Ich denke mal, das sind jetzt keine Karten, die euch überraschen werden, denn das ist die Engine, die man auch in den normalen Deck spielt. Die einzige Karte, die manchmal ein bisschen teurer ist, ist halt die Karte hier. Die kann manchmal auch, wenn ihr Pech habt, wirklich 1,50 € kosten, wenn ihr wirklich ganz viel Pech habt. Aber die Engine selber, die kostet wirklich nicht viel Geld und die ist für das Deck super wichtig. Neben den Monstern, die wir hier haben, spielen wir noch ein paar andere Karten. Nämlich dreimal Medium. Die ist halt echt cool, weil wir die Möglichkeit haben, mit R quasi einen Tenji in den Friedhof zu kriegen und einen Tenji auf die Hand zu bekommen. Was übrigens ganz wichtig ist für euch, wir wollen immer Shatana nachher im Grave haben am Ende der Runde, wenn wir es hinkriegen, damit wir unsere Normal Monster wieder aufs Feld kriegen können. Oder Mapura, je nachdem, gegen was für ein Deck gespielt. Jetzt spielen wir auch beide. Die sind beide Level 4, das kann manchmal auch aufkommen. Aber in der Regel ist es halt so, dass es wirklich wichtiger ist, den in den Grave zu bekommen, dass wenn unser Monster zerstört wird, wir das zurückholen können, was schießen können. Aber wir auf jeden Fall das Nicht-Effekt-Monster auf dem Feld behalten, das ist ganz wichtig. Dann spielen wir zweimal den Drachenkreis. Der ist wirklich gut, um Impern zu dodgen und andere Effekte rauszunehmen. Oder um halt die Karten auf die Hand zu bekommen, die nicht die Engine sind, sondern wirklich die andere Engine mit den Sorcerer-Karten, die wir haben. Deswegen ist die ganz hilfreich zu haben, aber dadurch, dass sie halt wirklich ein Minus 1 geht und es keinen Value geben kann, weil sie quasi nur 1 zu 1 tauscht, und dann müssen wir noch Monster normeln, weil wir das ja theoretisch specialen könnten, wenn wir Nicht-Effekt-Monster wegnehmen. Aber wir möchten unser Nicht-Effekt-Monster auf dem Feld behalten, damit wir die ganzen anderen Effekte triggern können. Deswegen würde ich fast damit niemals Nicht-Effekt-Monster wegmachen. Sondern meistens die Tenjis oder halt die Sorcerer-Karten, wenn die irgendwie durch Impern getargetet werden. Und wir spielen noch einmal die makellose Perfektion der Tenji. Das ist eine Karte, die muss man nicht spielen. Dafür können wir lieber eine Hand mehr spielen. Aber ich fand die an sich ganz wichtig, weil ich habe schon mal gesagt gehabt, die Idee von dem Deck ist, protectet eure Nicht-Effekt-Monster. Und die macht das wie keine zweite Karte. Ich würde aber nicht mehr als einen davon spielen, weil die Karte alleine halt nichts tut. Das heißt, wenn ihr zwei davon habt, ist es komplett nutzlos. Die kann halt zwei Karten ziehen, das ist auch ganz nice. Es kommt auch mal auf, dass es relevant wird, aber in der Regel ist sie wirklich nur dafür da, um eure Normalmonster zu protecten vor generischen Karten. So, das war jetzt der ganze Tenji-Teil. Nachdem wir das geklärt haben, springen wir mal ganz kurz in unsere Sorcerer Engine rein, die witzigerweise deutlich kleiner ist. Wir spielen nämlich dreimal Taya. Das ist definitiv die beste Normalmonster im ganzen Deck, weil ihr habt eigentlich nur die. Und wir spielen dann dreimal Longyan. Und wir spielen einmal Sujun. Es sind 7 Monster, die wir spielen. Das sind nicht wirklich viele. Der Grund dahinter ist, dass ich die Karte hinzugefügt habe, ist, weil wir halt keine Mouillet haben. Und ich wollte halt 7 Monster spielen, die wir suchen können mit den Karten, damit wir halt relativ viel Access zu den Karten haben. Denn das Schöne bei Sujun ist halt, die kann halt ein Out sein für nervige Karten, weil wenn die als Synchromaterial benutzt wird, können wir eine Karte vom Feld oder Friedhof banishen. Das kommt zwar nicht oft auf, dass wir den als Synchromonster nutzen, aber der ist ganz hilfreich dafür, um Sachen wie Impermanence und so wegzunehmen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt halt den Normal, den Effekt aktivieren, was banishen, und der aktiviert darauf den Impermanence, dann kriegen wir keinen Token und haben ein Monster, was nichts tut. Wenn wir aber den auf Hand haben, können wir den tributieren und können zumindest noch das Token mit dem zum Level 10er Synchromonster machen, was halt gar keine so schlechte Idee ist. Natürlich zu der Engine kommt natürlich die Emergence dazu, die halt die Karten suchen kann, ganz wichtig. Dann spielen wir noch einmal Summit, auch ganz wichtig. Ja, manchmal müssen wir ein Monster auf dem Friedhof zurückholen. Die kann an sich nur Sorcerer-Monster reviven, das schließt aber logischerweise auch die Synchro-Monster mal. Nein, das ist auch ganz wichtig. Aber wenn wir ein Synchro-Monster haben, können wir jedes Worm-Monster vom Grave reviven. Und das kann manchmal auch ein Tuner sein und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir die einmal haben, weil das halt eine suchbare Karte ist, die uns verschiedene Sachen quasi ermöglicht. Ist auf jeden Fall eine Karte, die ich in so einem Deck spielen würde, in dem besseren Deck wahrscheinlich nicht, aber das ist eine Karte, die auf jeden Fall nicht verkehrt, und einmal die Ohnmacht. Das ist eine Karte, die Ghost Second eigentlich oft rausgesettet wird, oder was ich oft mit der Karte mache, dass ich mit dem 8er Synchro ich die verbanne, wenn ich Second gehe, und damit ich halt einen Token bekommen kann, mit dem ich halt weiterspielen kann. Also eine Karte, die auf jeden Fall relevant ist. Man könnte sogar von 2 spielen, wenn man halt diese Budget-Variante spielt und halt die Fiespell rausnehmen. Aber die zu ziehen wirklich zweimal, klar, die ist halt nicht kacke. Aber gut ist halt auch nicht. So, dann haben wir unsere Sorcerer Engine auch mit dabei. Dann haben wir ein paar Non-Engine-Karten logischerweise noch. Wir haben 3 Moonlit, wir haben 2 Ash Blossom. Die gibt mittlerweile noch 1 €, deswegen können wir uns die auf 2 auch leisten. Es gibt aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme die 2 raus und packe dann 3 Wähler rein. Das kann man halt auch machen. Ich persönlich habe bei so einem Budget-Deck ganz gerne immer die Aktion, dass ich sage, ich spiele ein paar Handtraps und ich spiele ein paar Karten, die First und Second funktionieren. Das sind jetzt in dem Fall die 6 hier, die wirklich nicht viel kosten. Den Challenge habe ich gemerkt über die letzten Jahre, nachdem ich diese Budget-Challenge gemacht habe, für 10 € einen besseren Value als Challenge könnt ihr nicht rausholen. Es gibt selten ein Format, wo die Karte nicht gut spielbar ist. Klar, sie ist vielleicht nicht die beste Karte im Format, aber es ist eine Karte, die wirklich unglaublich gut spielbar ist. Deswegen würde ich auf jeden Fall immer drüber nachdenken,
Chalice ins Deck zu packen, wenn wir halt wirklich eine sehr gute Budget-Option haben möchten. Book of Moon hat verschiedene Gründe, warum die drin ist. Manchmal ist es ganz einfach, eine Karte vom Gegner einfach zu blenken, dass wir damit halt spielen können. Wenn hier halt Sachen wie jetzt gegen Unchained zum Beispiel, wenn wir jetzt gegen Caesar spielen würden, könnten wir die auf Caesar machen, damit wir Spezial spielen können, sonst haben wir halt gar keine Chance. Oder Sachen wie die, was die eine Gates baiten können, können wir die einfach auf Face Down flippen. Das ist manchmal ganz hilfreich, gerade wenn wir ein paar Effekte triggern müssen, damit wir halt ins Spiel kommen können. Ist aber auch so, habt ihr in einem Game vielleicht gesehen, dass wenn der Gegner eine Permanence auf unser Monster schmeißt, auf den Longyuan, auf den Großen, dass wenn wir Book of Moon auf die Karte aktivieren und die Face Down ist, dass der Effekt dann nicht mehr negiert ist. Das ist also auch eine ganz schöne Sache. Heißt, wenn wir einen negierten Longyuan auf dem Feld haben, der Gegner beschwört ein Monster, wir aktivieren Longyuan, machen dann Book of Moon auf unser Monster, dann banisht er das spezialische Monster. Das ist ganz witzig. Kommt jetzt halt nicht super oft drauf, aber es ist halt so eine Sache, weil wenn der Imperm aktiviert und wir machen Longyuan, kriege ich nochmal 1-2 Schaden, dann machen wir das banische Monster, kriege ich nochmal 1-2 Schaden. Mit Moodle können wir theoretisch auch nochmal Schaden verteilen. Wir haben schon Longyuan in unserer Runde auch nochmal Schaden gemacht. Der geht also relativ low an Life Points. Das ist im Endeffekt einmal die Non-Engine Slots. Und jetzt einmal das Extra Deck. Das ist sehr, sehr simpel. Wir spielen Mönch. Und zwar 3 Stück. Das wichtigste Exile Monster, würde ich wirklich sogar sagen. Einfach weil, dass die auf dem Feld bleibt, ist mandatory. Ich spiele auf jeden Fall auch immer 3 davon, niemals 2, weil ihr braucht immer den dritten. Der kommt so oft auf, dass ihr manchmal First Turn 2 davon machen müsst und dann müsst ihr noch einen im Extra Deck haben, damit ihr auf jeden Fall spielen könnt, wenn euer Gegner euer kleines Board gebrochen hat. Wir noch einmal Schamanin. Kommt nicht oft auf, ist aber super relevant, dass wir die im Deck haben. Genauso wie Lampholinkus, eine Karte, die eigentlich nie aufkommt, außer in Szenarien, wo ihr verlieren würdet. Und da ist die super wichtig zu haben, dass wir aus 2 Monstern einfach den machen können, damit wir da ein Nicht-Effekt-Monster am Feld haben, um dann halt spielen zu können. Ja, gerade Monster von Hand Special ist manchmal ganz hilfreich und da ist die Karte wirklich super relevant. Für die Sorcerer-Karten spielen wir 2-mal Chichao, das 8er. Ne? Wie gesagt, entweder sucht er unsere Karte oder der banisht einen aus dem Deck. Kann auch hilfreich sein, haben wir auch in einem Game gesehen, da habe ich einen Tari aus dem Deck verbannt, habe mir den dann mit Atara wieder auf die Hand genommen, damit ich halt ein bisschen Jolom gehen kann, das kann mit der auch ganz hilfreich sein. Dann einmal Cheng Ying. Früher würde ich sagen, warst du das Go-First-Monster, mittlerweile würde ich sagen, dass sogar der dunkle Langan. Ich würde sogar sagen, dass der Dunkle hier, dass der deutlich häufiger am First Board liegt, weil wenn wir das First Board establishen, was wir machen möchten, wir möchten halt den Monch haben, wir möchten den haben und wir möchten den ja im Endboard haben, dass wir was verbannen können, also was negieren können, 2 Karten verbannen können und noch einen Monster-Effekt verbannen können, das sind halt dann 4 Interaktionen mit vielleicht noch 1-2 Non-Engine-Karten wie jetzt. Von denen hier, das ist wirklich kein schlechtes Endboard. Ist natürlich jetzt kein gutes Endboard, aber für ein 10-Euro-Deck finde ich das halt super, super gut. Dann noch ein paar Karten, die super oft aufkommen, sind Bugs hier. Auch 2 Stück. Würde ich auch immer 2-mal spielen, selbst wenn ich das Deck jetzt nicht als Budget-Variante spielen würde, würde ich die trotzdem 2-mal spielen, weil die einfach unglaublich gut ist. Dann Yasi. Kommt nicht oft, aber wenn sie aufkommt, ist sie gut. Und Ghost Second ist sie halt insane, weil wir einfach dann Free Access to Taya aus dem Deck haben, der uns dann nochmal ein Level 8er geben kann. Und wir können Yasi auch mit Atara und Shujun machen. Können dann quasi den machen, können eine Karte mit Shujun banishen, mit denen noch eine Karte schießen. Dann gehen wir auf Taya, können mit Taya den machen und können nochmal 2 Karten entfernen. Das sind Sachen, die snowballen extrem schnell, wenn ich ihn jetzt nicht aufhalten kann. Dann haben wir noch einmal Shaofeng. Kommt mittlerweile nicht mehr so häufig auf, ist aber manchmal auch echt gut, weil uns manche Karten schon echt top sehen können. Die letzte Karte im Extra-Deck ist halt immer Omega. Dass wir auf die kommen, kommt wirklich noch seltener auf als der Rest. Ihr habt die ja im ganzen Games nicht einmal gesehen. Die Sache ist halt die, dass es schon ganz nice sein kann, wenn wir die Möglichkeit haben, vorher auf ein Level 8er Synchro zu gehen, wenn wir schon Access zu den Rest von unseren Karten haben, dann macht das keinen Sinn, zuerst halt den Tenue zu machen, weil die Karte uns halt eine Karte von der Hand klauen kann. Und das immer wieder machen kann, deswegen mit einer Karte weniger spielt. Das ist schon ganz hilfreich, gerade wenn wir halt First gegangen sind. Aber das kommt wirklich nicht so oft auf. Würde ich trotzdem überlegen zu spielen. Man könnte auch den Endpunisher spielen, das ist ein Level 11er Synchro-Monster. Das kommt aber auch noch weniger häufig auf, weil es auch ein Psychic-Monster. Und Level 11 könnt ihr nur machen, wenn ihr das Token am Feld habt und halt dann ein Tenji-Monster, was Level 7 ist. Dann kommt ihr auf Level 11. Das kommt aber auch nie vor. Ja. Das ist das Deck. Und das war's schon mit dem Deck. Ich habe jetzt für euch hier kein Side-Deck gebaut, aber es gibt Karten wie Darkhold, wie Cosmic Cyclone, wie die Kaijus. Ihr habt sie auch in dem Game gesehen. Ich habe Kaijus und Featherduster gespielt. Das sind also Karten, die kann man so im Side-Deck packen, aber das ist ein Side-Deck, das kann man für 10, 15, 20 Cent bauen, weil die meisten Karten davon wirklich halt gar nichts kosten. Regiki kostet vielleicht noch ein bisschen was. Ansonsten war es halt mit den Karten, die wirklich ein bisschen Geld kosten. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von dem Format haltet, ob ich das halt öfter machen soll. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute.